Hallo und herzlich willkommen, mein liebes Mitgemüse, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Alexklusiv. Ich bin auf der Dark World und ich werde heute filmen. Aber nein, ich werde nicht komplett Lab filmen. Ich werde einfach nur so ein kleines Lab-Tagebuch machen und unsere Gruppe aber mal hier filmen, mit der wir da sind. Ich bin mit der Gunnarswacht hier, aber nicht mit der kompletten Gunnarswacht. Weil einige fürchten den Regen. Side-Eye und so, ne? Wenn es wirklich keinen Regen gibt, dann habt ihr was verpasst, aber wir laben für euch mit. Genau, und hier ist sogar gerade der Aufbau am Laufen und ich muss euch gleich einmal das Vorher zeigen. Und ich habe einen Donut geschenkt bekommen. So, mein Zelt zeige ich euch nachher auch. So, hier einmal so das Vorher. Das ist so riesig. Es ist so riesig. Ich glaube, das ist ein 8x8 Sonnensegel. Da seht ihr Menschen. Da seht ihr, wie groß dieses Sonnensegel ist mal im Vergleich. Sonst sieht man das gar nicht. Mein Zelt. 1,85. Das ist doch irre, oder? Das ist so irre. Das ist das Kleine. Das ist das Kleine, sagt er. Das kleine Vorzelt. Das haben wir noch im Keller irgendwo gefunden. Und das Beste kommt aber jetzt. Ja, scheiß auf Sonnensegel. Ich habe einen Donut geschenkt bekommen. Kurzer Zwischenstand. Es wird langsam. Das riesige Sonnensegel. Ein paar Sachen stehen schon. Meine Jacke ist auch wieder trocken. Ein Riesenregal. Hier kommt ganz viel Geschirr und Gedöns dann hin. Das ist wirklich total cool. Hallo, wir haben sogar ein Küchenzelt sozusagen. Da kommt ganz viel Essen und so rein. Dein Zelt kommt auch rein. Es wird... Darf ich vorstellen? Großartig. So, ich zeige euch jetzt mal unser fertiges Lager. Zeltführung gibt es noch. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir so viele Schilder hingehangen und alles. Ja, so Wappen. Hier wird schon gebechert. Nein, hier ist alles ganz entspannt. Ja, hallo, Sir Lothar von Alpstein. Seid gegrüßt, Abenteuer. Oh, ich liebe diesen Spruch. Wir haben hier so ein richtig cooles Regal. Oh, schaut mal. Ja, der ganze OT-Scheiß dahinter. Ich lieb's. Mülleimer, ein Dekadenz-Obstkorb, aber der war mal voller. Ich möchte ja nur betonen. Dreh die Schilder um. Es ist sogar Fairtrade, möchten wir kurz erwähnen. Ja. Niemand muss für unsere Bananen leiden. Und ein Dekadenz. Oh, wie schön. Ah, wie schön. Und ich habe die Ehre, Dekadent mitzulapen. Ich bin nur. Das. Bin ich schon wieder ein Haustier? Nein. Gut. Du gehörst im Inventar jetzt. Ich bin Inventar. Schankmeid. War das so schön dann? Irgendwas dazwischen. Wir sind die Klerikerabteilung im FJK. Bin doch vielleicht nicht mal drauf. So, ja, ich will die Küche. Es wird übrigens ein Chaos-Log. Es tut mir leid, ohne beim Chaos zu sein, wird es ein Chaos-Log. Nein. Was, wir sind doch gar nicht ein chaotischer Block. Ein, das Ding müssen wir auch zumachen. Das muss noch zu, ne? Dies werden wir zu verhindern wissen. Schöne Küche. Warte, Moment, einmal in groß. Oh. Love it. Was sagt ihr? Mega unangenehm. Was sagen wir? Gut und Trunkenheit. Gut und Trunkenheit. Finde ich gut. Ganz viel Eisen, hier kann nichts passieren. Ja. Aber er hat eine wunderbare Zielscheibe. St. Georg Willes. Zelt. Ich bin gerade etwas zerstört. Ich bin viel am Spielen, viel am Machen. Ich bin nur am Rumlaufen. Ich bin jetzt gerade nicht als Klerikerin unterwegs, sondern als Ellie. Ich muss mich gerade ein bisschen nachschminken. Und ansonsten ist es eigentlich alles ganz, ganz lustig. Ich habe noch einen kleinen Spinn im Zelt. Ich komme gar nicht zum Essen. Ich habe so viel Essen dabei und ich esse es einfach gar nicht. Und ja, ich bin irgendwie immer am Switchen. Mal das Lager, mal das Lager. Ich bin da, mal hier, mal dort. Ich habe aber sehr, sehr, sehr viel Spaß und ja, ich kann echt gar nicht so viel aufnehmen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Vlog zusammenkriege. Ja, habe ich euch schon mein Zelt gezeigt?
Ist eine Bombe eingeschlagen. Ist voll das Chaotenzelt. Aber so richtig. Moment. Chaotenzelt, Chaotenzelt. Dafür bin ich aber im falschen Lager, ey. Es geht noch, ganz ehrlich. Hier so der Schminkkram, Alchemiekram. Da habe ich gerade ein bisschen was gemacht. Ein bisschen Alchemie. Ich brauche nämlich eine Schwalbe. Und ja, ansonsten werde ich jetzt gleich, wie gesagt, mich einmal kurz aufhübschen. Und dann, was gegessen habe ich gerade eine Kleinigkeit. Haare sitzen so gar nicht heute. Muss auch nicht. Ja, schade. Vielleicht kann ich nachher, wenn irgendwie mal dunkel ist oder so, mal aufnehmen. Aber ich kann halt kaum aufnehmen, weil ich auch niemanden stören möchte. Und ich möchte hier nicht mit der Kamera rumlaufen, um Gottes Willen. Das ist, Und das ist auch nicht so. Ich will hier keine anderen Spieler drauf haben. Genau. Auf jeden Fall habe ich hier tolle Leute, mit denen ich toll spielen kann. Das ist das Problem, glaube ich, was ich habe. Ich habe zu viele tolle Leute, mit denen ich spielen kann, die ich gar nicht allen gerecht werden kann. Und ja, keine Ahnung, ob ich nächstes Jahr dann wieder ins Chaos gehe oder Fjordka, weil ich finde auch dieses Hin- und Her-Pendeln total witzig und ich weiß es nicht. Das Wetter hat sich auf jeden Fall eingependelt. Der eine Tag war so nass. Ich habe so nasse Füße gehabt. Alles war einfach nass. Es war furchtbar. Es war richtig schlimm. Und ich bin aber mittlerweile wieder trocken, deswegen auch die Ellie-Gewandung. Die ist wetterfester tatsächlich und ist mein Lieblingscharakter. Die Klerikerin finde ich cool. Ich habe Spaß dran, aber ich habe hier privaten Plot, das ist viel witziger. Wir sind jetzt gerade natürlich hier wieder zu Hause und das Ganze ist jetzt eine Weile her und ich muss euch jetzt noch was erzählen, was leider noch auf der Dark World passiert ist und das ist nicht so schön, aber es ist halt auch wichtig und Teil vom Lab. Wie mache ich es denn kurz? Erst einmal, das Wetter hat sich noch sehr gut gehalten. Es hat halt, außer der eine Tag, der war sehr verregnet, der war echt schlimm. Da habe ich euch auch erzählt, hatte ich super nasse Füße. Aber es hat sich noch sehr, sehr gut gemacht. Das Wetter war dann, es hat halt nochmal geregnet. Und auch nach der Endschlacht hat es auch nochmal richtig gewittert. Und es gab nochmal so einen richtigen Bäh. Aber im Endeffekt hat das Wetter besser mitgespielt als gedacht. So, das mal kurz vorweg. Und sogar die Wiese und so sind teilweise abgetrocknet. Und das war schon ganz cool. Aber mir ist etwas Dummes passiert. Erst einmal, ich hatte noch richtig tolles Spiel. Ich habe coole Momente gehabt. Und ich liebe die Dark World. Es ist jedes Jahr wieder für mich ein Highlight. Und ich habe einfach fucking viel Charakterspiel vor Ort. Ich liebe es einfach. Und es wird nächstes Jahr nicht besser werden. Ja, das wird großartig werden. Ich bin auf jeden Fall wieder am Start. Aber ich bin für die nächste Zeit, für die nächsten Monate höchstwahrscheinlich, was Lab angeht, sehr eingeschränkt. Eine Taverne werde ich besuchen, die Kölner Katakomben. Was ich auch noch besuchen werde, ist eine Akademie-Con, es sei denn, da kommt mir etwas ganz Doofes in die Quere, und zwar eine OP. Ich habe mich bei der Dark World in der Endschlacht verletzt und mir ist ein sehr lieber Mensch aufs Bein gefallen. Dieser liebe Mensch wiegt nur leider deutlich mehr als ich. Und es war halt wirklich ein Unfall. Wir waren nicht mal in einer Kampfsituation, gar nichts. Ja. Es war tatsächlich so, dass ich ihm irgendwie ein Igni auf die Rüstung gedrückt habe, weil er sollte jetzt brennen und es sollte sich erhitzen. Und er nahm mich daraufhin in den Arm und meinte, wir brennen dann zusammen. Es war auch keine krasse Umarmung oder so. Es war alles total entspannt. Ich weiß gar nicht, wer von uns das Gleichgewicht verloren hat. Ich glaube, das war wieder typisch ich, weil ich dann einen Schritt zurück mache und einfach blöd bin. Wir sind wie ein Baum umgefallen. Dabei ist er auf mein Knie gefallen, ungünstig, und ich hörte ein lautes Peng, also einen lauten Knall, und merkte einen sehr stechenden Schmerz. Der war dann aber auch schon fast wieder vorbei. Ich merkte nur, dass mein Knie sich anzog und dann lag ich da. Und dann waren auch schon die Sannis da, weil ich habe auch irgendwie Sanni gesagt, so Sanni. Und es wurde Stopp gerufen. Es hat alles anscheinend super funktioniert. Ich habe nicht viel davon mitbekommen. Und dann war ich schon auf der Trage, weil ich konnte mir mein Knie wirklich nicht bewegen. Und ja, ich wurde mittlerweile untersucht. Ich habe einen Kreuzbandriss, einen vorderen und der seitliche ist angerissen. Und ja, ich falle jetzt für die nächste Zeit labtechnisch aus. Ist halt so. Muss ich jetzt mit leben? Was weiter passieren wird, keine Ahnung. Das werde ich noch sehen. Ich muss nochmal jetzt zum Orthopäden, nachdem ich in der MRT-Röhre war. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis für sich. Hätte ich darauf verzichten können, aber so konnte man wenigstens sicher sein.
Habe ich Schmerzen? Nein, ich habe kaum Schmerzen. Es ist völlig in Ordnung. Manchmal tut es ein bisschen weh, dann habe ich einen schlechten Tag. Aber ich habe tatsächlich kaum Schmerzen. Meine Schwellung ist auch weg. Also es ist in Ordnung. Ich kann damit leben gerade. Es ist nur kein Dauerzustand. Was noch passieren wird, ob OP oder nicht, ich werde euch da berichten und auf dem Laufenden halten. Aber einen großen Dank, ja, geht auch ans T-Zelt. Großer Dank ans T-Zelt Blauer Punsch. Denn am letzten Abend mit dem Knie, ich hatte natürlich auch die Wahl, ins Krankenhaus zu fahren, aber ich wusste, okay, es ist der letzte Abend und ich wäre dann in diesem Krankenhaus gewesen, alleine, ohne meine Sachen und am nächsten Tag ist Abbau und ich wollte eigentlich nicht. Und ich merkte, okay, es ist was mit meinem Knie nicht in Ordnung. Es wurde auch untersucht und alles. Und mir wurde halt auch deutlich gesagt, ja gut, wir beobachten das jetzt. Wenn es schlimm wird, ab ins Krankenhaus. Aber es scheint nicht schlimmer zu werden. So. Und ich bin ein erwachsener Mensch, der das auch ganz gut abschätzen kann. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was? Ich brauche nachher nur jemanden, der mich vom T-Zelt wieder zurück schleppt in mein Zelt. Und am nächsten Tag ist ja schon mein Ehemann da gewesen, um mich abzuholen morgens. Also ich bin sozusagen aus dem Zelt in seine Arme gestolpert. So, er hat dann auch alles abgerissen und Co. Ja, und im T-Zelt, da saß ich halt und habe den letzten Abend verbracht. Und es kamen so, so viele liebe, nette Menschen noch, um mit mir den Abend zu verbringen und haben Hallo gesagt und wie geht's dir? Und es war wirklich schön. Also ich hatte wirklich trotz nerviger Verletzung noch einen echt, echt schönen Abend im T-Zelt und mir wurde dieser Abend echt versüßt. Und ach, großes, großes Danke. Ihr habt mich da so gut aufgefangen. Ja, es war einfach nur ein, ja, es war großartig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer Dankeschön. Des Weiteren werden wir sehen, was jetzt mit diesem Moment, ich kriege es vielleicht sogar mal in die Kamera, tollen Knie hier passiert. Ich habe hier so eine Schiene drum, die unterstützt mich, dass ich nicht beim Aufstehen sofort wegknicke. Ich habe eine Krücke, ich habe eigentlich zwei, aber ich brauche nur eine. Das reicht mir für den Alltag. Ich sitze gerade viel, ich muss trotzdem ein paar Schritte machen, damit ich nicht, Thrombosegefahr und so ist da, wenn man jetzt viel sitzt. Da muss man auch drauf achten. Ich glaube, ich kann die Schiene jetzt auch gleich abnehmen, weil ich gleich wieder viel sitzen werde, um das Video zu schneiden. Ja, ich habe halt einen richtig schönen Unfall gebaut. Großartig. Aber um zum Thema zurückzukommen. Lab ist ein Kontaktsport und Lab ist Sport. Und beim Sport können Verletzungen auftreten, gerade wenn man kämpft, in Schlachten und so weiter und so fort. Ich denke nicht, dass ich weiter in Schlachten kämpfen werde. Dafür ist mir in letzter Zeit zu viel passiert, zu viele Kleinigkeiten, die gerade so gut ausgegangen sind. Und jetzt habe ich halt einmal die Quittung bekommen. Gut, das war jetzt eine dumme Situation, aber es war halt ein Unfall. Aber solche Unfälle passieren halt. Und entweder ist man bereit, diese Unfälle einzugehen, hat viel Rüstung an. Und ich bin kein Mensch, der viel Rüstung trägt. Damit mag ich mich nicht bewegen. Das heißt, ich nehme die Konsequenz, dass ich halt nicht mehr in Schlachten kämpfe, was ich vorher aber eh schon nicht viel getan habe. Das ist ja das Lustige daran. Es war einfach Pech. Ja, kann man nichts machen. Ich werde noch so einzelne Kämpfe machen, so untereinander und mit Freunden und Bekannten. Aber mit Fremden zum Beispiel habe ich aber vorher schon nicht wirklich großartig agieren, kämpfen, was das angeht. Ja, des Weiteren, ich habe mir, wie ihr sehen könnt, einen kleinen Pony geschnitten. Der sitzt heute nur so semi. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Ich habe den jetzt, weil ich eh zu Hause bin, jetzt nicht ganz krass gestylt oder so. Ja, ist cute, ich mag's. Ist halt wirklich nur so ein ganz, ganz softer Pony, wie ihr sehen könnt. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, was mit diesem Kanal jetzt die nächsten Monate passiert. Ich habe ein paar Ideen, aber es wird sehr, also wahrscheinlich weniger um Lab gehen, weil ich kann nicht. Ich kann ja nicht. Ja, dumm gelaufen mit einem Kreuzbandriss, ne? Gut, ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das eher so ein doofes Ende ist. Aber das ist ja nicht das Ende vom Lab für mich. Ich bin jetzt ein paar Monate, falle ich aus und alles wird wieder cool. Nervt trotzdem. Also ich sag mal so, das wird, glaube ich, nicht mein Lab-Sommer. Ist okay, man kann andere schöne Sachen machen, zu denen ich euch natürlich mitnehmen werde. Und ansonsten lasst mir doch einen Daumen nach oben da, ein Herzchen als Kommentar oder so, freut mich auch. Bemitleidungsbekundungen und gute Genesungswünsche auch, alles schön in die Kommentare. Ich freue mich, ich versuche auf vieles zu antworten und ja, ansonsten bis bald und ich habe euch alle sehr, sehr lieb.